Diesmal, die Hotdogs können nicht aus der Dose sein, Leute. Ja, hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gunnars Kochshow. Heute wollen wir euch original Marzahna Hotdogs, sich freundschaftlich auch mit den Amerikanern verbunden. Und darum gibt es auch Marzahna Hotdogs. Ja, wir machen ja jetzt die... Heute gibt's gesunde Küche. Heute gibt's gesunde Küche. Sieht gut aus. Wollen wir wetten, dass... Junge, wollen wir wetten, das Gurkenglas steht seit 1938 da? Genau an der Stelle, da hat sich schon... Das kann er nicht mehr wegbekommen, weil das schon so festgeklebt ist. Das kann ich mir gut bei ihm hier vorstellen. Original Marzahna Hot Dogs. Dafür haben wir Original Marzahna Hot Dog. Nein, 1937, okay. Lass gelten. Marzahna Remoulade, Marzahna Senf. Nirgendwo steht Marzahna drauf, aber es ist Marzahna Senf, Leute. Marzahna Ketchup. Marzahna Gewürzgurken, frisch aus dem Gartenanbau. Und natürlich Zwiebeln, die wir schon mal vorgeröstet haben. Ich weiß nicht, wozu der Remoulade braucht eigentlich. Macht man. Junge, Remoulade auf. Ja, warum hat der Remoulade auf. Warum? Ich war ja gut, kann ja sein, dass die Marzahna Hotdogs mit Remoulade gemacht werden. Das kann sein. Ja, möchte ich nicht abstreiten jetzt. Den Topf nehmen. Hoffentlich reißen die nicht, die Hosenträger. Wir müssen wieder rübergehen, Leute. Dann stellen wir den Topf auf den Herd. Wenn genügend Wasser drin ist, natürlich. Das ist wichtig. Und was war ganz kurz? Was war da? Die Tonstörungen bitten wir zu entschuldigen. Fremde Mächte bespitzeln uns mit Antennen. Danke, danke, Leute, danke. Junge, der hat hier noch mehr. Können wir uns auf die nächsten Folgen einstellen? Kann das jemand, wer ist Detektiv und kann sagen, was das ist? Der hat nicht seine 5-Minuten-Terrine jetzt über eine andere Packung gestapelt. Will der mich verarschen? Ey, ich fand's schon so sau unaufgeräumt. Der hat einfach die 5-Minuten-Terrine über die Packung gestapelt. Warum hat er die Packung hier? Nee, warte mal, das ist sein zweites Regal. Trotzdem hat er die hier. Die Shrimps, nee, der hat ja noch hier oben ein Regal. Der hat noch eins oben drüber. Der hat das nicht mitgefilmt. Das ist das mittlere. Das ist das mittlere Regal. Ganz oben hat er sonst das Ekelzeug mit dabei. Mit Ravioli und so. Ne, mit Shrimps meine ich. Marzahna Ravioli? Das ist ein Ravioli? Ey. Der macht mich fertig, ey. Der frisst jeden Tag so eine Scheiße, ne? Dann stellen wir den Topf. Der Fenchel ist immer noch ungerührt an der gleichen Stelle. Junge, die Videos, die entstehen doch im Wochenrhythmus. Der hat seit Wochen den Fenchel an ein und derselben Stelle stehen. Verkehrt rum. Das heißt, wenn der verkehrt rum ist, kann die Packung eigentlich auch nicht auf sein. Weil die Packung, die geht nur oben auf. Das bedeutet, der nutzt den Fencheltee nicht. Topf auf den Herd. Wenn genügend Wasser drin ist natürlich. Das ist wichtig. Er muss auch vorproduzieren wegen Termine. Ja. Wasser. Jetzt ein wichtiger Tipp von mir. Das Wasser ist noch kalt. Nicht das Würstchen jetzt in das kalte Wasser tun. Erstmal warten, bis das Wasser kocht. Und dann das Würstchen in das nicht mehr ganz kochende Wasser reintun, 3 bis 4 Minuten ziehen lassen, dann wird das ein perfektes Marzahn. Er hat nicht ein Gericht aus der Dose. Dann ist es nicht Marzahn, oder? Guckt euch das mal an. Hier ist nichts aus der Dose. Glas, Plastebehälter, Röstzwiebeln, Glas und Plastebehälter. Der hat nichts aus der Dose, Leute. Anna Hotdog. Da wir das Hotdog-Würstchen natürlich nicht roh essen wollen, sondern in dem Original Marzahna Hotdog, habe ich hier schon mal eine Teigware, ein Brot vorbereitet. Teigware. Das können wir aber nicht so verzehren. Das müssen wir in einem Original Marzahna Toaster erstmal erwärmen. Dafür nehmen wir unseren Original Marzahna Toaster, stellen den hin, schließen den an. Immer vorsichtig beim Anschließen mit Strom. Sie wissen ja, Strom ist gefährlich, darum immer Sicherheitskabel verwenden. Wir legen unser Marzahna Hotdog-Brötchen auf den Toaster. Ja, während... Hä? Warte mal ganz kurz, was passiert denn jetzt gerade? Jetzt geht der gleich mit der Gabel in den Toaster rein, ich denke auch, oder? Stell dir mal vor, so...
Er nimmt einfach die Gabel, einfach random, er nimmt die Gabel und steckt ihn in den Toaster. Das ist ja so geil. Den Toaster bitte nicht in die Badewanne, wenn sie baden wollen. Ja, das wäre ganz lieb, wenn der Toaster angeschlossen ist. Wenn das Würstchen warm wird und das Brot weiter toastet, werden wir uns um die Garnierung kümmern. Dazu nehmen wir eine unserer Original-Marzana. Wie hat er gerade das Ding geöffnet? Um die Garnierung kümmern. Dazu nehmen wir eine. Wie er sich erschreckt! Guckt euch das wieder an! Oh Mann, ey, wirklich. Ich würde mich nicht über normale Menschen so lustig machen, aber es ist. Ein AfD-Politiker ist nicht ein normaler Mensch, das ist was anderes. Weiter. Guckt euch das an! Achtung, pass auf, der Schreckmoment! Wie er kurz weg. Wie er kurz wegzog. Wir müssen uns um die Garnierung kümmern. Dazu nehmen wir. Jetzt zuckt er! Guckt euch das an! Ah, zack! Ah, nee, ich bleib cool. Fürs Video will ich cool bleiben. Aber guck mal hier, mies erschrocken. Ha, scheiße, ich muss es noch auffangen. Hier wollte er schon sein Utensil aus der Hand legen, ja. Krass, ey, der Typ hat es geschafft. Wir müssen es uns nochmal am vollen Zügen anschauen. Toastet, werden wir uns um die Garnierung kümmern. Dazu nehmen wir eine unserer Original-Marzana Gurken, die wir aus dem Ey, Simpson hat Bock haben. Auf ein Timeout. Ernte. Holen die raus und schneiden die ganz vorsichtig in Scheiben. Weil wir Alter, er schafft es ja, einfach. Dass es entsprechend auch gut aussieht und natürlich auch gut schmeckt. Und dafür müssen wir ganz dünne Scheiben schneiden aus diesem Gürkchen. Ja, jetzt haben wir das Brötchen natürlich fertig. Das holen wir vom Toaster. Legen. Aber die Scheiben hat er gut geschnitten, muss ich ehrlich sagen. War bisher sein bester Part im Video. Ist auf unser Brötchen. Keine Mods am Start, dünn. Und öffnen in der Mitte ganz vorsichtig das Brötchen einen Spalt, weil in diesem Spalt soll ja dann... Was hat er denn jetzt eigentlich mit diesen... Der hat jetzt gerade ernsthaft dieses Hotdog-Brötchen von außen angetoastet, oder wie? Er hat jetzt eine Seite, die untere Seite von dem Brot angetoastet. Das geht gut, ist Marzano-Style. Ja, stimmt. Das kann ja... Ja. So, ich hätte es jetzt noch verstanden, hätte das von innen so ein bisschen angetoastet, aber... Das Würstchen rein. Aber, Michi, ganz stark von dir. Wenn das Würstchen reinkommt, müssen wir natürlich auch erstmal das entsprechend gewürzen. Dann nehmen wir hier den Marzano. Also erstmal toastet natürlich generell keine Hotdogs, muss ich an der Stelle erstmal sagen. Es ist eigentlich auch wieder eine absolute Sünde. Aber wenn man es macht, dann doch den Innenteil. Was bringt ihr denn, wenn der Außenteil auf einmal so anröstet? So, ich weiß nicht, was will er von uns? Eine kleine Messerspitze. Sehen Sie nicht viel. Und hier oben Stopp, wichtig. Wir wollen ja sparsam sein. Streichen wir Marzana-Senf in das Brötchen hinein. Ja, mach halt doch weniger. Dann nehmen wir den... Guck dir das an, wie dieses Hotdog aussieht jetzt schon. Wie kann man jetzt... Wie kann man den Hotdog schon... Da ist doch nichts gemacht, das sieht schon scheiße aus. Warte mal ganz kurz, was hat der bitte... Wie hat denn der das Ding geschnitten? Nein. Warte ganz kurz, ich will nochmal sehen, ich hab's nicht mitgemerkt. Wie hat denn der den... Spalt, weil in diesen Spalt soll ja dann... das Würstchen rein. Aber bevor das Würstchen... Junge, er hat das gottlos geschnitten. Er hat das Ding hier gerade gottlos geschnitten. Wenn das Würstchen reinkommt, müssen wir natürlich auch erstmal das entsprechend gewürzen. Dann nehmen wir hier den Marzana-Senf. Eine kleine Messerspitze. Sehen Sie nicht viel. Nur eine kleine Messerspitze. In der Küche ist alles gottlos. Streichen wir Marzana-Senf in das Brötchen hinein. Danach nehmen wir den Tomatenketchup aus eigenem Anbau. Auch von dem Ketchup. Stopf ihn hier rein, Gunnar. In das Brötchen, in die Mitte. Oh nein, ey. Weil er ist so blöd, wirklich. Sorry, ich muss das mal kurz sagen, ja. Aber weißt du, bei dem Senf nimmt er eine kleine Messerspitze, aber beim Ketchup haut er da eine ganze Flasche erstmal drauf. Weißt du, in der Tube. Oh, das macht mich so aggressiv. Wirklich, wie kann man so blöd sein? Okay, also jetzt nimmt er die. Ja, geil, jetzt bin ich gespannt. Nicht zu viel. Er will mich verarschen. Ich schwöre, er will mich verarschen. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Was macht der? Das Ding verblutet. Junge, was macht der? Brötchen in die Mitte hineinschütten. Nicht zu viel. Weil nicht zu viel. Sonst schmeckt man den Geschmack des Würstchens ja nicht mehr raus. Du hast gerade den ganzen Senf übertüncht. Den Senf schmeckt man nicht mehr. Der ist nicht mehr da. Was hast du gemacht?
Junge, der hat gerade noch eine Messerspitze Senf und klatscht 5 Tonnen Tomatensoße über die Scheiße. Tomatenketchup, du kannst doch... Junge, jetzt ist der Senf weg. Der hat gerade einem den Senf übertüncht. Was ist los bei ihm? Mit dem Messer verteilen wir das Ganze dann, diese Senf-Ketchup-Soße. Es sieht so schrecklich aus. Das ist der schlechteste Hot Dog, den ich in meinem Leben gesehen habe. Und wo ist jetzt die Remoulade? Das ist jetzt die Frage. Wir nehmen das Würstchen von der Kochtelle. Das sieht dann in etwa so aus. Den Senf hat er sich sparen können, siehst du. Aus dem Topf. Sie sehen, Marzahner Hot Dog-Würstchen. Das tun wir hier rein in unser Brötchen. Dann streuen wir ein wenig, was ich Ihnen gesagt habe, schon die vorgerösteten Zwiebeln. Ich habe die extra schon mal vorgeröstet. Er macht die, Junge, was? Das heißt, die Röstzwiebeln zuerst und dann die sauren Gurken? Vor allem, er kocht nur eine Wurst im ganzen Topf. Es ist auch so, das ist so eine Energieverschwendung. Was ist denn mit dem los? Streuen wir ein wenig da über unser Hotdog drüber. Ja, wo bist du mit den Gürkchen? Kommen, die Gürkchen, die wir fein geschnitten haben. Er macht die Gürkchen. Nein. Und dann zum Schluss. Du bist so gottlos, wirklich. Er hat die 3 Gürkchen, macht er auf die Röstzwiebeln. Geschmack haben. Natürlich die Manzana Remoulade, das ist das Wichtigste. Die kommt hier ordentlich oben drüber. Dann nehmen wir unseren Teller. Der will nur Aufmerksamkeit, Leute. Das geht nicht, Leute. Das ist nicht menschlich. Junge, jetzt schmeckst du nicht mal mehr den Ketchup. Der hat 5 Tonnen Ketchup draufgehauen, haut aber 10 Tonnen Remoulade aufs Brot obendrauf. Der ist doch völlig krank. Der ist völlig krank. Den Marzahna Hotdog auf unserem Teller. Also das widert mich an. Sie sehen, so schnell hat... Das ist der erste Hotdog, der mich anwidert in meinem Leben. Es hat mich noch kein Hotdog bisher angewidert, aber das ist der erste, der mich wirklich anwidert. Mal eine Mahlzeit für zwischendurch, für den kleinen Hunger zwischendurch zubereitet. So, liebe Freunde, bitte schalten Sie auch wieder nächste Woche ein zu einer neuen Folge von Gunnars Kochshow. Ich wünsche... Warte mal ganz kurz, überlegt euch mal. Auf der einen Seite entsteht Krieg und Leute bekriegen sich und kämpfen für ihr Land. Und auf der anderen Seite schreibt Gunnar Lindemann, dass Deutschland Kriegstreiber sind und macht währenddessen Tutorials, wie man einen Ekel-Fett-Hotdog macht, ja? Oder Dosenfressen macht und das gut sein soll. Also ich muss an der Stelle mich hierbei nochmal bedanken an Gunnar. Wirklich, ich habe lange nicht mehr geheult und gelacht dabei und... gab es wirklich lange nicht mehr. Und es wirklich, es nimmt mich mit, was er hier macht.